Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Psychiatrie versteht man unter einer dissoziativen Identitätsstörung, dass verschiedene Persönlichkeitszustände, dissoziative Identitäten, abwechselnd die Kontrolle über das Denken, Fühlen und Handeln eines Menschen übernehmen. Diese Identitäten verfügen über eigene Charaktereigenschaften, Verhaltensweisen, Fähigkeiten, Wahrnehmungs- und Denkmuster. Und irgendwie erinnert mich das ein bisschen an die grüne Politik. Und das beste Symptom ist dieser Antrag. Gestern wurde ein Antrag zur Wohnungslosigkeit beraten. Und Kollege Mostofizade ließ uns wissen, dass die allgemeine Wohnungsnot den Grünen ja ein Herzensanliegen sei. Heute beraten wir nun diesen Antrag, in dem die Grünen eine Reihe von Maßnahmen anmahnen, die das Wohnen deutlich teurer machen. Und morgen beraten wir dann wieder einen Antrag zum Thema bezahlbares Wohnen. Und wahrscheinlich werden die Grünen dann wieder Sturzbäche von Krokodilstränen über die Not am Wohnungsmarkt hier in den Plenarsaal schütten. Wir haben also bei den Grünen die Wahl zwischen dem vermeintlich sozialen Dr. Jekyll, den wir gestern gesehen haben, und dem klimareligiösen und ziemlich asozialen Mr. Hyde. Heute ist also Mr. Hyde dran, das weniger schöne Gesicht der Grünen, allerlei neue Vorschriften, Ver- und Gebote, die nur zu einem geeignet sind, das Bauen, das Wohnen und das Mieten immer teurer werden zu lassen. Sie, meine Damen und Herren von den Grünen, sind für die deutschen Häuslebauer und Mieter schädlicher als alle Bodenspekulanten, als Vonovia und Deutsche Wohnen zusammen. Das übrigens nicht nur mit ihrer sogenannten Klimapolitik, sondern eben auch mit ihrer Migrationspolitik, die Druck auf den Wohnungsmarkt ausübt, oder einer wahnwitzigen Währungspolitik, die den Wert des Euros Jahr um Jahr sinken lässt. Meinen Sie, meine Damen und Herren von den Grünen, Herr Glocke, dass die Pflicht zum Solardach den Bau und Unterhalt und damit auch die Miete von Wohnraum günstiger macht? Meinen Sie, liebe Grünen, dass das sinnfreie Vollkleben von Fassaden mit Dämmplatten, die dann später als Sondermüll zu entsorgen sind und die nebenher noch allerlei Schimmel- und Luftprobleme erzeugen, nach sich ziehen, dass das Wohnen günstiger wird? Oder glauben Sie ernsthaft, dass Sie mit der Recyclingpflicht für Baustoffe das Bauen einfacher und günstiger machen? Im Gegenteil. Jede einzelne Maßnahme, die Sie hier aufzählen, macht das Bauen bestenfalls teurer oder es verhindert es schlimmstenfalls gleich ganz. Und da auch die Grünen nicht über den Gesetzen der Ökonomie stehen, auch wenn sie sich sehr anstrengen, kommt die Verteuerung und die Knappheit, die sie hier erzeugen, am Ende beim Verbraucher, nämlich beim Mieter an. Mit anderen Worten, Wohnen wird teurer, Wohnungen werden knapp. Da helfen dann eben auch keine Mietpreisbremsen und keine Enteignungen, meine Damen und Herren. Abgerundet wird dieses Maßnahmen-Gruselkabinett mit Krokodilstränen zur, Zitat, Preisexplosion am Energiemarkt. Ja, meine Damen und Herren, wer ist dafür nur verantwortlich, Herr Glocke? In erster Linie doch grüne Energiepolitik, die jede Form von Energie seit Jahren immer teurer macht. Dann heucheln Sie doch jetzt bitte an dieser Stelle auch kein Mitgefühl für den Verbraucher. Sie wollen es doch genauso. Ihre eigene sogenannte Kanzlerkandidatin Baerbock hat es doch im Wahlkampf gesagt, das Heizöl ist zu billig. Und als sie dann gefragt wurde, was es denn kostet, konnte sie die Frage nicht mal beantworten, meine Damen und Herren. Aber so ist das eben im grünen Wolkenkuckucksheim. Man kümmert sich nicht um die Probleme der Leute, die jeden Tag aufstehen und das Land am Laufen halten. Man heuchelt bestenfalls ein bisschen Mitgefühl. Und dann kümmert man sich wieder um vermeintlich wichtigere Probleme, etwa das Verbot von Schottergärten, das hier im Antrag ja gefordert wird. Wissen Sie, ich finde Schottergärten hässlich. Ich würde auch nie auf die Idee kommen, mir einen zuzulegen. Aber ich finde übrigens auch Lastenfahrräder hässlich, wie sie ihre Klientel so gerne fährt. Und ich finde Leute, die ihren Hund im Lastenfahrrad durch die Gegend fahren und glauben, sie würden damit das Wetter beeinflussen, vorsichtig ausgedrückt, befremdlich. Aber ich würde doch im Traum nicht daran denken, das zu verbieten oder jemandem vorzuschreiben, was er mit seinem Garten zu machen hat. Mir ist es völlig wurscht, ob da jemand Schotter hinkippt oder Blumen pflanzt oder Gemüse. Das geht mich einen Dreck an. Und Sie, liebe Grüne, übrigens auch. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Trütschler.